Herzlich willkommen zu einem Abend mit Gottes Haus. Und unser Motto ist, Gott hat mehr für dich. Und Amen. Das gilt auch für heute Abend. Absolut. Wir haben einen spannenden Abend vor uns. Wir waren selber sehr begeistert, aber auch herausgefordert. Ja? Jawohl. Ja, das stimmt. Es wird auch etwas provokativ. Bei dir? Ja. Okay. Wir haben wirklich große Freude mit euch jetzt gemeinsam diese Zeit zu verbringen. Wir wollen starten mit dem Wort Gottes, weil das ist das Fundament. Und wir wollen unsere Zeit, unsere gemeinsame Zeit jetzt genau auf diesem Fundament aufbauen. Wir lesen jetzt gleich aus Jesaja 42. 42, Vers 9. Jesaja 42, Vers 9. Ich bin Jahwe, der Herr, das ist mein Name und das ist das Programm für die gemeinsame Zeit jetzt. Absolut, dass super. Dass sein Name ausgerufen ist über uns. Ich bin Jahwe, ich bin der Herr. Ja. Und keinem anderen werde ich meine Ehre geben und meinen Ruhm nicht den Bildern, nicht den Götzen, nicht dem, was sich wieder Gott erhebt, sondern Gott beansprucht diesen Ruhm, diesen Lobpreis, diese Ehre für sich allein. Er ja. ist Gott und sein Name ist über uns ausgerufen. Vielleicht sagst du das für dich selbst auch mal in einem Gebet oder wenn du aufgestanden bist morgens oder wenn du ins Bett gehst abends. Sag doch einfach mal, Herr, ich danke dir, dass dein Name über mir ausgerufen ist. Ich bin Jahwe, ich bin der Herr. Und dann geht das hier in diesem Vers 9 weiter. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und das Neue, ich tue es kund. Noch ehe es sprost, lasse ich es euch hören. Das ist eine ganz besondere Stelle hier bei Jesaja, die Bezug nimmt auf das, was vorher war und die Bezug nimmt auf das, was der Herr an Neuem schafft. Und unser Gebet ist es, dass der Herr Neues, gerade jetzt in dieser gemeinsamen Zeit, die yes. wir haben, dass er Neues unter uns schafft, Neues in deinem Leben schafft. Wir wollen noch einen weiteren Vers lesen in dem nächsten Kapitel, Jesaja 43, Vers 19. Ja, da wird das ähnlich nochmal betont. Das ist ein super starker Text. Genau. Siehe, ich schaffe Neues, schon sprießt es, erkennt ihr es nicht, schon sprost es auf, erkennt ihr es nicht. Ja, durch die Wüste lege ich einen Weg und Flüsse durch die Einöde. Yes. Denn in die Wüste bringe ich Wasser und in die Einöde Flüsse, um mein Volk, meine Erwählten, trinken zu lassen. Das Volk, das ich für mich gebildet habe. Von meinem Ruhm werden sie erzählen. So, und das finde ich eine super geniale Bibelstelle. Ja, absolut. Das spricht davon, dass der Herr selbst, dass Gott selbst, dass Jahwe selbst in unser Leben, in die Zeit, in die wir gestellt sind, Wasser bringt, dass er Flüsse bringt, dass er uns tränkt, dass er uns zu trinken gibt von dem Heiligen Geist. Ja, Wasser ist immer in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist. Ja. Ströme lebendigen Wassers. Genau. Und wenn du jetzt sagst, ja, in meinem Leben sieht es wirklich aus nach Wüste. In meinem Leben ist so vieles in Unordnung, so vieles vertrocknet. Mein Glaube ist vertrocknet, meine Zuversicht ist vertrocknet, meine Hoffnung ist vertrocknet und selbst meine Schmerzen, meine körperlichen Herausforderungen, ich sehe da nichts, was sich bewegt, was sich wirklich wie Wachstum oder wie Erholung oder Wiederherstellung anfühlt, dann vertraue dem Herrn für dieses Wort, dass er sagt, siehe, ich lege durch die Wüste einen Weg. Er wird einen Weg machen für dich. Er wird deine Schritte zu einem Weg machen, so heißt es in den Psalmen.
Ja, durch die Wüste lege ich einen Weg und Flüsse durch die Einöde. Denn in die Wüste bringe ich Wasser und in die Einöde Flüsse. Schau, Jesus hat gesagt zu der Frau am Brunnen, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und wenn du von diesem Wasser trinken wirst, dann wird dich nie wieder dürsten. Und das ist das, was Gott seinem Volk, seinen Auserwählten, dir und mir schenken will, was er uns zur Verfügung stellt. Und er sagt, das Volk, das ich für mich gebildet habe, wir sind Gottes Volk. Er für uns und wir für ihn. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das fand ich einen ganz, ganz, ganz starken Text. Ja, also was ich am coolsten finde, ist natürlich hier, das war vor einiger Zeit auch mal die Jahreslosung. Seht, ich schaffe Neues, schon sprießt es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Also das ist ja das, was die Propheten weitergeben. Dass sie sagen, hey, guck doch mal, mach doch mal die Augen auf. Guck doch mal, was passiert in der geistlichen Realität. Aber eben viele Leute, die erkennen es nicht, weil sie, wie soll ich mal sagen, nicht wirklich geöffnete Augen des Herzens haben. Und dann ist es gut, wenn sie jemanden haben, der sagt, ich sag dir mal, was gerade passiert. Und Gott sagt, ich schaffe Neues. Ich schaffe Neues. Und es gilt gerade jetzt. Gott schafft Neues. Ja. In dieser verrückten Zeit, in der wir uns momentan befinden. Ja. Gott tut gerade jetzt Neues. Ja. Er bewegt sich mit gewaltiger Kraft. Ja. Und deshalb ist das prophetische Wort für uns absolut wichtig und notwendig. Ja, es passieren sehr viele Dinge und es passieren auch Dinge, die uns auffallen, die schwierig sind, die beängstigend sind und manchmal denkt man, oh Gott, wo bist du denn oder wie ist das denn oder warum verändern sich die Sachen nicht? Aber wenn man mit diesen geöffneten Augen des Herzens schaut, dann bemerkt man im geistlichen Raum, in diesem mit diesen inneren Augen des Herzens, man bemerkt, dass Gott am Werk ist und dass er die Dinge in den Händen hält. Es ist ihm immer noch nichts entfallen und immer noch nicht überrascht, oder? Was toben die Völker und die Nationen und die Herrschenden und sonst was? Der Herr hat alles im Griff. Der Herr lacht ihrer. Ja, er spottet ihrer. Genau. So, also von dem... Wäre auch mal ein gutes Predigtthema, Psalm 2. Auch, ja, bitte, bitte. So, lass uns einfach jetzt miteinander beten. Lass uns in diesen, wie soll ich sagen, lass uns diese geöffneten Augen des Herzens aktivieren, will ich mal sagen. Lass uns eine Entscheidung treffen jetzt, dass wir Abstand nehmen von der Wüste und uns wirklich mit diesen geöffneten Augen Jesus zuwenden. Und lass uns ihn anschauen. Er ist herrlich, er ist wunderbar. Er ist über allem. Er ist der Anfänger und Vollender in deinem Leben. Du gehörst zu dem auserwählten Volk. Du bist die oder derjenige, der von diesem lebendigen Wasser, was er dir gibt, schenken will, einschenken will, überfließen. Der Psalm 23 sagt uns das. Du wirst mir überfließend einschenken. Du führst mich zu frischem Wasser. Und das wollen wir jetzt gerade für uns in Anspruch nehmen. Ja. Lass uns da reinbeten. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns diesen Abend hier gemeinsam gibst und dass wir vor dich kommen können. Wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort hineinführen wirst, dass wir Neues von dir empfangen können. Yes. Unser Gebet ist, dass wir gestärkt werden, gekräftigt werden, auf dich schauen. Und in dieser Phase, in der wir uns momentan befinden, wo so vieles wirklich im Umbruch ist, einfach auf dem festen Felsen gefunden werden. Ja. Herr, wir wollen auf einem absolut unerschütterlichen Fundament stehen. Und das bist du. Das sind nicht kirchliche Traditionen, das sind nicht irgendwelche Überzeugungen, das sind nicht irgendwelche Meinungen, das sind nicht irgendwelche News oder Fake News oder sonst was. Ja. Das bist du und du allein. Der einzigste unerschütterliche Felsen ist Jesus Christus. Herr, und heute geht es darum, dass wir in dir mehr, wie soll ich mal sagen, gewurzelt sind. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns diese Verheißung gegeben hast, dass du Ströme in der Wüste schenkst, dass du Flüsse in der Einöde aktivierst. Herr, ich bete für jeden Teilnehmer jetzt hier im Livestream, dass er genau das erlebt,
dass er spürt, dass deine Gegenwart aktiv in ihm mächtig ist. Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist spricht, tröstet, aufrichtet, mit diesem frischen Wasser tränkt, dass wir nicht in dem gleichen bleiben, wie wir gekommen sind, sondern dass wir verändert werden zu dir hin. Herr, ich danke dir, dass dein Name über uns ausgerufen ist. Ich danke dir, dass Neues aufwächst. Ich danke dir, dass du nicht alles lässt, wie es ist, sondern dass du Neues schaffst. Neu in uns, neu. Du hast nie aufgehört, Neues zu wirken. Und ich danke dir, dass wir deine auserwählten Söhne und Töchter sind, dass du uns siehst und dass du für uns bist, Herr. Ich preise und ich ehre dich. Amen. Ja, und ich bete noch, dass alle, die in einer Situation sind, die festgefahren sind und die sagen, ich brauche wirklich Neues, es muss Neues passieren, meine Situation gesundheitlich oder finanziell oder in den Beziehungen oder was auch immer, ist in einer schwierigen Situation, ausweglos, Wüste eben, ja, und ich brauche Neues, ich brauche dieses Strömel lebendigen Wassers. Im Namen Jesus Christus spreche ich aus, dass du das empfängst. Ich spreche aus, dass du eine Berührung des Heiligen Geistes empfängst und er dir dient und dir dich berührt und dass Dinge einfach in Bewegung kommen, in Veränderung kommen, dass es nicht so bleibt, sondern dass du merkst, dass der Herr seine Hand auf dich legt, ja, dass er mit seiner Liebe kommt, mit seiner Gnade kommt. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, heißt es im Alten Testament. Halleluja, das soll für dich gelten. Amen. Amen. Yes. Hast du noch etwas anzukündigen? So, hier unsere letzte Woche haben wir ja über das Passafest gesprochen und ich habe diese wunderbaren 7 Bände hier euch angekündigt, die kleine Bibliothek, ja, die 7 Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Ja. Es ist ein interessantes Geheimnis, weil eigentlich sind es nämlich 8. 8 Feste. Und wir haben euch einen super Preis dafür gemacht, 28 Euro hier mit der Schautafel und wie gesagt diesen 7 Bänden. Und ihr habt uns... Wie soll ich mal sagen? Beschenkt. Überwältigt. Es gab so viele Bestellungen, dass wir nicht hinterher gekommen sind mit der Menge. Also wir haben inzwischen schon 2-mal nachgeordert beim Drucker. Und weil wir beim ersten Mal auch wieder zu klein gedacht haben. Und es wird einige Zeit dauern, bis wir die ausliefern können. Es war einfach zu viel. Das Angebot gilt bis zum 16. Ne? Ja. Da gilt das Angebot mit dem Sonderpreis, also du kannst es ganz normal bestellen, kannst ganz normal, das läuft rein, nur die Lieferung, die wird etwas später kommen. Wird 2 bis 3 Wochen dauern, bitten wir einfach um Verständnis, Gnade, also Angebot steht, ist auch übrigens wirklich, wirklich gut und wirklich guter günstig. Preis. Und wie gesagt, nur es wird ein bisschen dauern. Ja? Ansonsten kannst du das, wie gesagt, noch die ganze Woche bestellen und wir freuen uns, wenn wir dich damit segnen können. Irgendwann kommt es dann auch zu dir nach Hause. Es ist jedenfalls eine wirklich geniale, supermäßige kleine Bibliothek, die so viel Wahrheit hat, so viel Heilsgeschichte, so viel Verständnis vom Alten zum Neuen, vom Alten Bund in den Neuen Bund. Und welche Feste schon erfüllt sind, welche noch in der Warteschleife sind. Und auch der Blick nach Israel hin und her. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Also hier in diesem Büchlein geht es jetzt nicht in erster Linie darum, was weiß ich, wie kann ich als Christ, sagen wir mal, das jüdische Feste feiern. Ja. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Es geht darum, dass man den heilsgeschichtlichen Bogen, der in diesen Festen vom Herrn hineingepackt ist, dass man den erkennt. Und da gibt es natürlich Bezüge auch zu jüdischem Brauchtum oder sowas, auf jeden Fall. Ja. Aber der Fokus ist die prophetische, heilsgeschichtliche Bedeutung. Genau. Und das ist ein gigantischer Bogen. Also, wenn du das bis zum Ende wirklich erfasst hast, dann bist du einfach nur begeistert, weil zum Schluss geht es um die himmlische Hochzeit und sowas. Und es ist Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, ja. Und das ist wirklich, wirklich, also man kann eigentlich nur sagen, abgedreht. Ja. Ja, ein grandios, grandios. Wir werden in den kommenden Monaten noch verschiedentlich drüber sprechen. Amen? Amen. Also, heute brauche ich wirklich Gnade
von Gott und einfach ja, seine Worte, dass ich euch das, was ich an Eindruck habe, so verständlich sagen kann, dass ihr was damit anfangen könnt. Es geht ja um dieses Alte und das Neue, um das, was schon vergangen ist und was noch kommt. Denn in diesem Jesaja-Text war es ja so, dass Gott gesagt hat, das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Das ist aber dann auch ein abgeschlossener Prozess. Und dann kommt etwas Neues. Gott schenkt immer etwas Neues. Und dieser Abend heute, diese Zeit, die wir miteinander haben, die wird davon geprägt sein, von Altem und Neuem, was kommen wird. Und ich möchte euch einen Aspekt weitergeben von dem, was ich zuletzt jetzt in meiner Studierzeit, in meiner Gebetszeit so bewegt habe. Ich denke nicht, dass es eine theologische Abhandlung ist. Das kennt ihr ja von mir. Es ist nicht theologische Abhandlung, sondern es ist etwas, wo ich sagen würde, da redet der Herr zu mir und es ist etwas, was ich von ihm höre und empfange und was so in mir arbeitet und dann will ich das auch zum Ausdruck bringen. So, alter und neuer Weinschlauch, das wird heute Abend auch mein Thema sein. Und ich kam da drauf eigentlich, wo der Herr mich so dahin geführt hat, dass ich dachte, dass wir ja schon einige Zeit jetzt in unserem Land oder weltweit, eigentlich muss man sagen weltweit, in diesen Krisensituationen uns befinden. Und wir bekommen auch immer mehr Rückmeldungen von gläubigen Menschen, die frustriert über die Dinge sind, die sie erleben, auch in ihren Freundeskreisen, in ihren Familien, in ihrer Gemeinde, in ihrem Hauskreis, wo auch immer Zusammentreffen gewesen sind. Und es ist etwas da in Bewegung gekommen, nämlich dass dieses Alte, wie es immer war, nicht mehr vorhanden ist. Und wir haben schon öfter gesagt, dass dieses Alte, wie wir es gekannt haben, wie wir es mochten, dass das nicht wieder zurückkommt. Und viele sind wirklich verletzt aus vielen Dingen rausgegangen. Sie sind zurückgewiesen worden, weil man sie nicht verstanden hat oder weil sie bestimmte Dinge bemerkt haben und dann das nicht, wie soll ich sagen, zum Ausdruck bringen konnten. Sie konnten mit manchen Menschen, mit denen man sich vorher über alles unterhalten konnte, man konnte das auf einmal nicht mehr. Die prophetischen Worte, die wir Land auf, Land ab gehört haben, in unserem Land, aber auch international, sie haben ja immer wieder von diesen Erschütterungen gesprochen. Sie haben diese Erschütterungen angekündigt. Und das war etwas, was wir immer wieder wahrgenommen haben. Deshalb hatten wir ja auch die prophetischen Broschüren herausgegeben, dieses Gott und das deutschsprachige Europa und dann vorher schon diese Broschüre mit dem Tsunami, weil wir hatten den Eindruck, dass das schon lange voraus angekündigt war, dass es in Veränderungen geht und eben auch in Erschütterungen. Und wir haben eigentlich alle nicht so richtig gewusst, was die Ankündigung der prophetischen Worte meinte. Niemand hätte sich diese radikale, diese schnelle, diese intensive, diese bedrückende Veränderung, die es gegeben hat, vorstellen können. Aber die Propheten haben diese Erschütterungen angekündigt. Und nicht nur die Propheten im Reich Gottes, diese prophetischen Worte, die wir gehört haben, sondern auch diese weltlichen Propheten oder die weltlichen Leute, die sich mit den Veränderungen beschäftigt haben oder immer noch beschäftigen, auch sie haben von Verwerfungen gesprochen, von Turbulenzen, von Veränderungen, die richtig radikal und massiv in unser aller Leben reinkommen werden. Für uns Christen bedeutet das wirklich, dass sich auch unsere Schwerpunkte verlagert haben und
es hat eine neue Betonung gegeben von Dingen, die uns wirklich wichtig waren, die wir schon immer kannten und an das, was wir uns so, womit wir uns arrangiert hatten, an die Programme, an das, was wir in der Gemeinde erleben, wie Gemeinde empfunden wird. Und wir haben jetzt gemerkt, dass auf einmal alles zur Disposition steht. Dass nicht mehr das Alte, was wir kannten, was wir mochten, was wir geliebt haben, das Ding jetzt ist, sondern es ist alles in eine neue Position hinein verschoben. Es hat sich etwas bewegt. Und dieser Prozess, so stellen wir das ja auch fest, der geht weiter. Es ist nicht so, dass es nur 2020 diese radikale Veränderung gegeben hat, sondern es ist ein Prozess, eine neue Geschichte, in die wir hineingehen. Und viele sehnen sich tatsächlich nach diesen alten Dingen zurück, nach diesen alten Strukturen, nach denen, wo wir uns so arrangiert hatten. Und es fällt manchen schwer, sich vorzustellen, dass es jetzt in eine neue Zeit hineingehen soll. Bei manchen ist es das endzeitliche Erwartungsszenario, aber einfach auch dieses Fragen, was wird das Neue sein, in das wir hineingehen? Und dieses Neue, das ist etwas, was wir manchmal nicht so leicht akzeptieren können. Es ist etwas, was wir ja auch noch nicht mit unseren eigenen Erfahrungen abgleichen können. Es ist noch nicht abgebildet in unserem Leben, sondern wir stehen noch in dem Prozess. Das Alte ist nicht mehr. Wir stehen in einem Veränderungsprozess, aber in dem Neuen kennen wir uns noch nicht aus. Wir haben das Neue noch nicht erlebt. Und das ist etwas, was manchen wirklich schwerfällt. Und sie entwickeln tatsächlich eine Art Stress mit diesen Dingen. Und in etwas Neues reinzugehen, so habe ich es in meinem Leben, in unserem Leben oft erfahren, das ist auch nicht immer so ganz leicht. Wenn du zum Beispiel dran denkst, wenn ein Umzug ansteht, das alte Gewohnte zu verlassen, sich auf den Weg zu machen, alles zu packen und dann in etwas Neues reinzugehen, neue Umgebung, neue Wohnsituation, alles neu, das macht doch etwas mit uns. Das macht etwas mit unserem inneren Menschen und das bringt eine Unruhe in das ganze Gefüge und wir sind zuerst sehr vorsichtig in diesen Dingen. Jetzt erleben wir, dass wir in dieses, was uns eigentlich die Propheten angekündigt haben, schon ein Stück hineinbewegt haben. Und dass diese Erschütterungen, die angekündigt waren, schon manche im Geistlichen, im Gebetsleben, in dem Glaubenslauf, in dem Leben mit Gott schon wahrnehmen und schon diese Voranzeichen schon bemerken. Und wir hatten im letzten Livestream ja gehört von Ägypten und von dem Auszug des Volkes Gottes aus Ägypten, aus dieser Sklaverei, aus der Bedrängnis, aus diesen gewohnten Strukturen. Wisst ihr, das Ding ist ja, auch die Leute, das Volk Gottes, was ja in Ägypten lebte, sie hatten ja auch so ihr eigenes, gewohntes, das, was sie so arrangiert hatten, wie sie sich sortiert hatten, wie ihr Leben aufgebaut war. Und es war für sie trotzdem schwer, trotzdem die Bedrängnis da war, war es schwierig, in etwas Neues, Unbekanntes reinzugehen. Der Auszug aus Ägypten, das war kein, wie soll ich sagen, das war kein Spaziergang, das war kein Nachmittagsausflug. Und trotzdem es diese massiven Zeichen und diese Turbulenzen, diese Plagen gegeben hat, war es trotzdem für das Volk Gottes eine Herausforderung. Das glaube ich ganz bestimmt. Und bereit zu sein, trotz einer Verheißung zu gehen, Altes zu verlassen, mit der Verheißung weiterzulaufen in ein Neues, das ist das, was sie, glaube ich, damals in dieser Zeit des Auszugs sehr deutlich empfunden haben. Und die haben dann auch
diese Wüstenerfahrungen ja auch gehabt und in den Wüstenzeiten mussten sie unbedingt diesen Glauben festhalten, dass Jahwe an ihrer Seite ist. Daher denke ich, hat Gott ihnen auch dieses übernatürliche Zeichen gegeben der Wolken und der Feuersäule, sodass sie nur ihre Augen erheben mussten, um mit ihm in seinem Schatten zu laufen. Und das mit diesen Wüstenerfahrungen, mit dem, das ist auch dieser Jesaja-Text, der für uns bis heute gültig ist. Ich schaffe etwas Neues. Das Alte ist zu Ende gekommen, das ist erfüllt. Aber Gott schafft in der Wüste eine neue Bewegung. Neues wächst auf. Und dieses Alte und Neue, dieser Übergang, dieses, was man noch nicht so richtig greifen kann, was noch nicht abgebildet ist, wo wir noch keine Erfahrungen haben. Das ist das gewesen, was mich seit Wochen beschäftigt hat, wo ich immer wieder Dinge gelesen habe, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ist das denn mit dem Neuen? Was kommt denn da? Und dann nimmt man die gesellschaftlich-politischen Dinge wahr, dann nimmt man die Dinge im Reich Gottes wahr und man überlegt, man betet darüber, man, wie soll ich sagen, man bewegt es einfach im Herzen, dass man versucht, das Neue, was noch nicht da ist, zu greifen, festzuhalten. Und das war es etwa, das war es so in etwa, was ich wirklich aufgenommen habe, dieses Reden Gottes und was mich beschäftigt hat. Ich habe sogar gemerkt in der Ankündigung, wo wir geschrieben haben heute für diesen Livestream, ich habe sogar gemerkt, dass es mir da schwer fiel, das, was ich euch mitteilen möchte, in kurze Worte zu fassen, dass ihr ungefähr die Richtung ergreifen könnt. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, ja, das gehört zu dem Neuen dazu. Es ist schon etwas da, aber man kann es noch nicht packen, man kann es noch nicht ergreifen. Und trotzdem möchte ich euch sehr, sehr ermutigen, euch mit auf den Weg zu machen, nicht zurückzuschauen, nicht zurück nach Ägypten zu schauen. Das war ja das Problem des Volkes Gottes, dass sie selbst später dann Mose Vorwürfe gemacht haben und haben gesagt, warum hast du uns überhaupt da rausgeholt? Und da hätten wir wenigstens die Zwiebeln und die Granatäpfelbäume und alles gehabt. So, wir wollen nicht die Leute sein, die zurückgucken zu dem Alten, die an den alten Strukturen festhalten, die sich an den alten Programmen orientieren, die sich mit diesem Religiösen, was da auch drin mitschwingt und was von uns Besitz ergreifen möchte, dass wir uns nicht dahin bewegen, sondern wir bewegen uns mit Gott in das Neue hinein. Und er ist an unserer Seite. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und das ist etwas, was ich euch heute so weitergeben möchte. Es ist keine neue Lehre, das sage ich euch gleich. Es ist eher so diese Beschreibung von diesem Kribbeln, von diesem Ziehen des Heiligen Geistes. Und das fordert mich heraus und vielleicht ist es bei dir auch so, noch wachsamer zu sein, noch mehr in dieser Beziehung mit dem Herrn vorwärts zu gehen, noch tiefer uns in das Wort Gottes einzugraben, noch mehr seine Verheißungen zu ergreifen und uns auf diese Verheißungen zu stellen, auf diesen Felsen zu stellen und unsere Fundamente zu prüfen. Das ist das, was ganz wichtig ist. Vielleicht ist es so, dass du sagst, naja, damit kann ich nichts anfangen. Das ist irgendwie so weit weg und ich weiß nicht, das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Bleib einfach dran, dass du mit dem Herrn läufst, dass du dich übst darin, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, dass du diese Beziehung mit Christus enger knüpfst, dass du auf den Vater im Himmel vertraust und geh weiter, bleib nicht stecken, guck nicht zurück, sondern geh weiter in das Neue hinein. Und das ist etwas, was ich heute dir gerne mit auf den Weg geben möchte. So, was ich eigentlich jetzt bis jetzt gesagt hatte, war vom Kernpunkt her, dass es kein Zurück zu diesem Alten mehr geben wird, sondern
Es wird sich in etwas Neues hineinbewegen. Es wird auch kein Bleiben geben in den Umständen und Zuständen, die wir jetzt haben, sondern es wird etwas Spannendes, Neues geben, ein Hineinbewegen in eine neue Zeit, will ich vielleicht jetzt mal sagen. Ein spannendes Vorwärts, ein Hineinbewegen in Neuheit des Lebens, des Glaubens an Gott, an Jesus, unseren Retter, und an den Heiligen Geist. Es ist ganz wichtig, dass wir diese drei in uns tragen. Nicht nur der eine, nicht nur der andere, nicht nur der, sondern alle drei sind sehr wichtig, in diesem Prozess mit bei uns dabei zu sein. So, ich hatte in diesen letzten Tagen und Wochen hatte ich zufällig, also wenn du weißt, was das Wort zufällig bei Christen bedeutet, weißt du, mir ist etwas zugefallen, was Gott mir gegeben hat. Ich habe einen Text gelesen aus Lukas 5 und da geht es darum, dass Jesus den Zuhörern, den Jüngern, den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den Leuten, die da um ihn rum waren, ein Gleichnis erzählt. Eigentlich sind es zwei Gleichnisse, die zusammengehören. Das eine, ihr kennt beide Gleichnisse, da bin ich überzeugt. Das ist das eine mit dem Flicken, einen neuen Flicken auf ein altes Kleid und diesen alten und den neuen Weinschlauch. Und das sind Dinge, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt hat, wollte er immer die Prinzipien des Reiches Gottes den Menschen verdeutlichen. Er wollte immer, dass sie verstehen, was er meint. Das war ein Vergleich, wie das Reich Gottes aufgestellt ist, wie es aufgebaut ist, dass er mit diesem Beispiel, mit diesem Gleichnis aus dem Alltag der Menschen die Dinge des Reiches Gottes verdeutlichen konnte. Und so geht es mir auch oft, wenn ich so Bibelstellen lese, wenn ich Berichte in der Bibel lese, im Alten Testament, im Neuen Testament, dann hat das für mich oft so einen Bezug zu meinem ganz normalen Alltag. Und wenn ich das dann so ein bisschen runterbreche, wie ist das denn gemeint? Wie erlebe ich das denn? Dann ist es so, dass ich die Dinge auch viel, viel besser verstehen kann. Dieser Bericht auch mit diesen beiden Gleichnissen, der wird in allen Evangelien berichtet, nämlich in Matthäus 9, in Markus 2 und in Lukas 5. Das kannst du lesen. Und ich habe mich eigentlich nur darauf konzentriert, auf diesen alten und neuen Weinschlauch. Also du kannst da einfach weiter studieren, das ist ja immer mein Anliegen. Wenn ihr bei uns im Livestream seid, nehmt es als Anregung. Nehmt es so mit in dein Gebetsleben, nehmt es mit in dein Bibelstudium. Schreib dir ein paar Sachen auf, beweg das in deinem Geist, wenn du mit dem Herrn sprichst. Frag ihn, was ist denn das für mich, was bedeutet das für mich, wo kriege ich noch Informationen her, wer spricht im Reich Gottes noch über dieses Thema? Und da will ich euch wirklich sehr ermutigen. Es gibt ja jetzt ein riesiges Angebot von Livestreams im Internet. Das gab es vor dem letzten März 2020 nur bedingt. Mittlerweile haben sich alle gut aufgestellt. Und man erlebt eine Flut von guten Dingen im Internet. Und man muss prüfen, was brauche ich, was möchte der Herr, dass ich mir anschaue, dass ich mir anhöre, wo möchte der Herr, dass ich wachse. Denn guck, der Text mit dem siehe, ich schaffe etwas Neues, erkennst du es nicht, schon wächst es auf. Das ist etwas, was Gott immer möchte, dass er Dinge, die wir im Geistlichen hören, dass sie uns zum Wachstum dienen, zur Weiterentwicklung, dass wir fester gegründet werden, dass unsere Fundamente gelegt sind, dass wir auf dem Felsen sind, dass wir die Verheißungen kennen. Das ist das Anliegen, was wir ja auch von Gottes Haus haben. Aber schau, der Herr wird dir die Dinge zukommen lassen und er wird es dir auch erklären, damit du wachsen kannst. So, also dieses eine Gleichnis wollen wir nur ein bisschen betrachten. Bete einfach darüber. So, das heißt, niemand
füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und läuft aus. Und die Schläuche sind hin. Nein, neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der alten trinkt, will neuen, denn er sagt, der alte ist gut. So, das ist ein Beispiel, da musste ich erst ein paar Mal wirklich das lesen und drüber nachdenken und so. Also der Prozess bei mir hat schon jetzt ein paar Wochen auf dem Buckel. So, gleichzeitig las ich eine Ausarbeitung über die verschiedenen Glaubensbewegungen, die schon lange, lange zurückliegen, manche schon hunderte Jahre zurückliegen und manche der Neuzeit. Und ich habe bemerkt, auf diesen Entwicklungen liegt eine gewisse Spannung. Und oft kamen diese Spannungen daher, dass wenn eine alte Bewegung langsam zu Ende ging und eine neue sich anbahnte, dann gab es da Zerwürfnisse, gab es Reibungen, gab es Spannungen, weil die Leute nicht das Alte loslassen konnten oder wollten oder befürchteten, das ist das ganz schlechte Entscheidung, und wollten nicht in das Neue reingehen, weil sie das Neue nicht erkannt haben. Und oft ist es dann so passiert, dass die neue Bewegung die alte Bewegung bekämpft hat. Oder die alte Bewegung hat die neue Bewegung bekämpft. Weil da war eine, ja, das Wort Spannung trifft es am besten. Und oft gab es dann da richtige Zerwürfnisse, richtigen Schaden, den viele genommen hatten. So, und jetzt ist es wieder so, dass ich empfinde, dass etwas Altes zu Ende geht und eine neue Bewegung Gottes Fahrt aufgenommen hat. Es wird schneller gehen. Ich empfinde, dass viele Dinge im geistlichen Raum wirklich in größeren Schritten folgen und wir werden sehen, wie die Dinge sich in größerer Schnelligkeit jetzt auch entwickeln. Und das war es eigentlich, was mich dann auch zu diesem Studium mit dem Weinschlauch ermutigt hat. So, was mir immer hilft, auch beim Bibelstudium, ist ja, dass ich mir dann Gedanken darüber mache, wie das im Natürlichen mit so einem Weinschlauch funktioniert hat, wie man den gemacht hat oder alle diese Dinge. Wie wurde er hergestellt? Was war mit der Aufbewahrung von den Flüssigkeiten? Wie benutzte man den? Und was meint denn Jesus, wenn man von einem alten und einem neuen Weinschlauch spricht in dem Gleichnis? Oder warum sollte man neuen Wein nicht in alte Weinschläuche füllen? So, diese und ähnliche Fragen, die haben mich wirklich beschäftigt. Und so habe ich mich erstmal umgeschaut, wie das denn überhaupt so ist. Wurde denn ein Weinschlauch hergestellt? Sehr interessant. Also wenn du wissen willst, wie diese Dinge wirklich im rein praktischen, normalen, natürlichen sind, wie sie hergestellt sind, schau dich mal auf YouTube um, dann musst du gucken, Herstellung von Leder oder Gerbereien oder so etwas. Das habe ich in den letzten Wochen ab und zu mal gemacht. Das ist sehr interessant und das ist wirklich etwas, was mir auch geholfen hat, diese Vorgänge einfach zu verstehen. Und dann wurde mir das Gleichnis auch deutlicher und nachvollziehbarer. Und ich denke, die Zuhörer, die um Jesus standen, als er ihnen dieses Gleichnis gesagt hat, die haben dann auch kapiert, was er eigentlich meint. Denn das kam direkt aus ihrem Alltag, das kannte jeder. In der Zeit wurden Flüssigkeiten wie Wasser oder Wein, wurden in diesen Tierhäuten transportiert, in diesen Säcken, in diesen Schläuchen. Und das war aus einem gegerbten Leder. Das wurde dann zusammengenäht und dann konnte man die Flüssigkeiten da reinbringen. Das war ein Vorgang, der war schon sehr, sehr lange bekannt. Das haben die Menschen schon sehr, sehr früh entwickelt, weil man musste etwas haben, womit man diese Flüssigkeiten gut lagern konnte oder transportieren konnte. So, meistens wurde dieser Weinschlauch aus Schaf- oder Ziegenhaut hergestellt und dazu war es wichtig,
dass diese Tierhaut, nachdem man das Fell abgezogen hatte, musste das gegerbt werden. Dann wurden die Fleisch- und Fettreste ganz sorgfältig von dieser Tierhaut abgeschnitten. Und dann wurde das ganze Ding richtig mit Salz eingerieben und wurde in ein Fass oder in eine Grube mit einer gerbenden Flüssigkeit eingelegt. Das war ein Gewerbe, was wirklich geruchlich unangenehm gewesen ist, weil diese zum Teil diese Gerbflüssigkeit und das, was so mit diesem ganzen Handwerk verbunden war, das war, man hat davon gesprochen, dass es ein unreines Gewerbe gewesen ist. Meistens waren diese Gerbereien dann auch außerhalb des Dorfes und sie waren vor allen Dingen da, wo Wasser, fließendes Wasser gewesen ist, weil das brauchte man. Die Gerbstoffe, das waren zu der Zeit welche, die aus den Naturstoffen hergestellt waren, von Granatbaum, Rinde, von Eicheln, von Kiefern, von Erlenbaumrinde. Und es war etwas, was das Leder, also diese Haut, geschmeidig machen sollte. Dann wurde diese Lederhaut wieder getrocknet, sie wurde gezogen, sie wurde geklopft und in verschiedenen Arbeitsschritten zu einem Sack oder eben Schlauch zusammengenäht. Oft hatte man auch die Außenseite dann mit Fett eingerieben, damit dieser Sack elastischer bleiben sollte. Aber dennoch war es so, durch die Witterung, durch die Hitze, durch die Kälte, durch die Transportsachen wurde dieser Schlauch irgendwann mal durchlässig, wurde porös, wurde rissig, zu hart in der ganzen Struktur und man hat bemerkt, dass er nicht mehr ganz, dass die Flüssigkeit halten konnte und somit hat man ihn dann einfach verworfen und hat einen neuen Schlauch gebraucht. So, solange nämlich der Wein, also das war auch eine Sache, man hat ja den Wein in diese Schläuche gefüllt und solange dieser neue Wein noch in, wie soll ich sagen, in der Gärung war, in der Arbeit war und noch Kohlensäure entweichen musste, da durfte dieser Schlauch auch nicht zugebunden werden, sonst wäre er eben auch geplatzt. Also wenn wir jetzt hier von diesem Neuen sprechen, von einer neuen Bewegung, von etwas Neuem, was kommt, von etwas Neuem, was der Herr geben wird, dann wird es auch Prozesse haben, in die er uns hineinstellt. Dieses Neue wird Kraft haben. Dieses Neue wird etwas sein, was noch nicht benutzt wurde, sondern es ist neu. Neu ist neu. Anders kann man das nicht sagen. So, wie gesagt, diese Herstellung von Wein, die war besonders, die musste man beachten, die musste man beobachten, dazu musste man Geschick haben, dass man das wirklich richtig machte. Der Wein begann ja damit, dass Traubensaft gepresst war und beim Gären verwandelte sich der Zucker in Alkohol und dann dehnte sich quasi dieser Wein aus und das wäre etwas gewesen, was alte Weinschläuche zum Bersten gebracht hätte. Also wenn die alten Weinschläuche schon porös waren, wenn sie schon zu hart geworden waren, dann half es auch nicht, dass man da nochmal Leder, nochmal Fett auf das Leder gebracht hätte. Da hätte es auch nichts geholfen, wenn man ihn vorsichtiger getragen hätte. Der alte Weinschlauch konnte diesen neuen, noch im Prozess befindlichen Wein nicht halten, sondern man musste für diesen im Prozess befindlichen neuen Wein neue Weinschläuche haben, denn die waren ausdehnfähig, die waren variabler, die konnten sich besser in diesem Prozess angleichen und waren daher besser. Alte Weinschläuche würden die Dehnung nicht aushalten und würden zerreißen. Und dann, wenn davon spricht ja dieses Gleichnis, was Jesus sagt, dann würde der alte Weinschlauch, wenn man den neuen Wein da reinmacht, zerreißen und dann wäre der Wein futsch und der Weinschlauch auch weg. Und das
ist etwas, was nicht sein sollte. In einem Bibelkommentar habe ich Folgendes dazu gelesen. Neue Weinschläuche waren erforderlich, weil sie frei von Hefe-Rückständen waren. Denn wenn Hefe vom vorherigen Wein in den Weinschläuchen zurückblieb, begann der neue Wein schneller zu gären. Der Gärungsprozess führte dann leicht zum Verlust sowohl des neuen Weins als auch der Weinschläuche, die dann unter dem Druck geplatzt wären. Ganz interessant ist, wir hatten ja auch in der letzten Woche diese Predigt von Hiob bei uns auf der Webseite. Und da lesen wir von einem Freund, von diesem Elio, von Hiob, Elihu, dass er etwas ganz Interessantes, nämlich in diesem Punkt Wein und Gären und Kraft und Ausdehnen sagt. Das lesen wir in dem Buch Hiob, wo er sagt, denn ich bin voll mit Worten und der Geist in meinem Inneren drängt mich. Seht, mein Inneres ist wie Wein, der keine Luft hat, wie neu gefüllte Schläuche will er bersten. Ich muss reden, damit mir leichter wird. Ja, wirklich, es gärt in mir wie Wein in einem verschlossenen Behälter. Das fand ich echt genial, weil er das auch vergleicht mit dem, wie es ihm geht. Zurück zu unserem Gleichnis von dem alten und neuen Weinschlauch. Was war eigentlich der Grund, warum hat Jesus denn dieses Gleichnis erzählt? Nun, es war so oft, wie wir das in dem Neuen Testament lesen, diese Diskussionen, die die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit Jesus angezettelt haben. Und der Grund diesmal war der, dass die Jünger von Johannes gefastet haben, von Johannes dem Täufer, die haben gefastet und die Jünger von Jesus haben nicht gefastet. Und das war dann der Vorwurf. Und ich denke, der Grund, also Jesus sagt ja, meine Jünger brauchen nicht zu fasten, weil der Bräutigam ist bei ihnen. Aber wenn der Bräutigam weggenommen wird, dann werden sie auch fasten. Aber dieser Vorwurf, dass die Jünger von Johannes fasteten, der bezieht sich darauf mit diesem alten und neuen Weinschlauch, das muss man ein bisschen gedanklich bearbeiten. Das ist, weil ich glaube, dass Johannes ein Mann war, der vom alten Bund und im alten Bund verankert war, aber schon im neuen Bund gelebt hat. Er kam von dem, was im alten Bund Standard war, was gelebtes Glaubensfundament war. Und gleichzeitig war er der Wegbereiter für dieses Neue, was mit Jesus gekommen ist. Er war der Wegbereiter für den Bräutigam. Und das war der Unterschied, dass er vorher schon die Dinge hatte und jetzt in dem Neuen gelebt hat. Und Jesus war das komplett nur Neue. Mit Jesus ist einfach ein Neues in die Welt gekommen, in uns gekommen, in dich und mich gekommen. Und Johannes war quasi diese Schnittstelle. Er war selber dieser Shift. Es war die Übergangszeit, die er gebildet hat. Und er sagt ja selber von dem Auftrag, den er hatte, dass der nach mir kommt, der ist stärker als ich und der wird euch mit Feuer und Heiligem Geist taufen. Er wird die Tenne säubern, er wird seinen Weizen in die Scheunen bringen, die Spreu aber wird er im unauslöschlichen Feuer verbrennen. Das ist das, was dieses Neue mit Jesus ausgemacht hat. Jesus war etwas, was komplett neu von Gott gegeben war und deshalb sagt Jesus das mit dem Bräutigam, dass er eben, wenn er bei seinen Jüngern ist, jetzt im Moment, dann brauchen sie dieses Fasten nicht. Aber wenn er weggenommen wird, dann wird es anders sein. Denken wir nochmal kurz an diesen Auszug des Volkes aus Ägypten.
dieses schmerzhafte Verlassen, das war eben auch etwas, was alt gewesen ist, was Sklaverei gewesen ist, was Bedrückung gewesen ist, und hineinkommen in etwas total Neues, was sie noch nicht gesehen hatten, nicht erlebt hatten. Sie hatten keine Vergleiche damit und sie mussten sich quasi auf diese Verheißung stellen: Ich werde euch in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Der alte Bund war gut, aber Jesus ist gekommen für den neuen Bund. Er hat etwas radikal Neues in unser Leben gebracht. So, wir sind überzeugt, Gott hat wirklich mehr für uns, mehr vom Heiligen Geist, mehr Kraft, mehr an allem, mehr an neuem Wein. Wisst ihr, wir haben eine Sehnsucht nach diesem Neuen, nach diesen Krafterweisen, nach diesen Wundern, nach diesen Zeichen, nach dem, was Gott in unserem Leben tun will, in dieser neuen Zeit. Es wird doch nicht so bleiben, wie es jetzt ist, sondern wir haben diese Sehnsucht in uns, dass Gott etwas ganz, ganz Neues schafft. Und diese Welt da draußen, sie braucht so sehr dringend dieses Neue. Selbst Leute, die noch keine Christen sind, sie empfinden ja, dass etwas im Trudeln ist, dass etwas in Erschütterung sich schon befindet. Und sie sehnen sich nach etwas, was ihnen Halt und Zuversicht gibt. Viele Fromme, viele Christen, viele Herausgerufene, viele Gottesvolk Erwählte, sie empfinden im Geist, in ihrem Gebetsleben und in Visionen, in geistlichen Bildern, in Eindrücken, die Gott ihnen offenbart. Sie empfinden, dass sich etwas Neues anbahnt. Und so will ich das auch mal ausdrücken. Die Zeit des alten Weines, die ist wirklich am zu Ende gehen. Es ist noch nicht fertig, was am neuen Wein kommt. Ich habe ja gesagt, der neue Wein, das war neu, der war gepresst, der hatte noch Dampf in sich, der hatte noch Sachen, die noch Luft brauchten, um zu entweichen. Und er war noch nicht gereift genug, aber er war schon da. Und das ist etwas, was ich als eine Zubereitungsphase empfinde, die jetzt schon beginnt. Ich bin gespannt, was da an Rückmeldungen kommt, ob das einige von euch auch so empfinden, ob ihr das so seht, ob ihr das im Geist auch schon so mitgeteilt bekommen habt. Dieses Neue ist ja noch nicht beschrieben, es ist noch nicht erkannt, es ist noch nicht erlebt, es ist noch nicht etwas, wo wir sagen können, ja, das Neue ist so und so und so und so und so und so und so wird es kommen, sondern es ist noch nicht da und es ist schon jetzt. Versteht ihr? Das ist etwas, was in meiner Wahrnehmung im geistlichen Raum ganz, ganz stark im Moment da ist und wo ich mich mit beschäftige und wo ich höre von anderen, dass sie das zum Teil auch so sehen. So, und in dem Gleichnis sagt Jesus ja, einige werden sagen, der alte Wein schmeckt besser. Das ist diese immerwährende Sehnsucht, dass der alte Wein doch das Alte verdeutlicht, dass dieser Rückblick auf das Alte da ist, dass man lieber bei dem Alten bleiben will, bei den alten Programmen, bei den alten Formen, bei den alten Dingen, die man schon immer gemacht hat, die man kennt, die man will, die man, das ist weniger anstrengend oder so. Aber wir wollen Leute sein, die in was Neues reinpressen, die etwas Neues wollen und dass wir es von Herzen begrüßen, weil es von Gott kommt. Wir wollen zu denen gehören, die nicht zögerlich sind. Wir wollen die sein, die im Vertrauen und dem engen Binden an Jesus, diesem Bleiben an seiner Hand, diesem Hören auf seine Stimme, diesem ihm folgen, ganz dicht mit ihm laufen, dranbleiben. Wir wollen uns üben in dem Hören der Stimme des Heiligen Geistes, seines Redens, seiner Weisheit. Verstehst du, du brauchst keine Furcht zu haben, wenn der Herr sagt, ich schaffe etwas Neues, erkennst du es noch nicht, es wächst doch schon auf. Dann brauchst du nicht zu sagen, oh, ich weiß nicht, wie das wird und ich habe Furcht und ich weiß ja auch nicht und alle diese Dinge, sondern du kannst sagen, ja,
Ich bin dabei. Ich bin jemand, der mitgeht. Wenn Jesus läuft, dann laufe ich hinterher. Ich laufe mit ihm. Und je dichter, je besser, je lieber, je schöner wird es werden. Wir werden sehen, dass auch diese alten Weinschläuche, dieses alte, dieses vorherige, wir werden sehen, dass es zur Seite gelegt wird. Ich glaube nicht, dass Gott diesen alten Weinschlauch kaputt macht oder ihn wegschmeißt oder irgendwelche solche Dinge, sondern die Zeit für diesen alten Weinschlauch bringt es mit sich, dass er porös wird, dass er nicht mehr so flexibel ist, nicht mehr so ausdehnbar ist, dass dieser alte Weinschlauch irgendwann unter der Hitze des Alltags, unter der Gewohnheit, unter dem religiösen Denken, unter diesen ganzen Dingen, die in dem Alten schon sich etabliert haben, dass die dafür sorgen, dass dieser alte Weinschlauch nicht mehr halten wird. Und er wird einfach, ja, er wird in diesen Alterungsprozess reingehen und vielleicht dann auch daran kaputt gehen, das kann sein. Aber wir wollen die sein, die auf das Neue schauen. Wir wollen die sein, die auf das Neue sehen, mit Augen des Herzens, mit Glauben an Jesus, mit dem Hoffen, dass er unseren Weg wirklich zum Ziel bringt. Wird es Turbulenzen geben? Das kann sein. Mit den Turbulenzen werden wir merken, dass wir uns ganz fest am Wort Gottes orientieren, dass wir seine Verheißungen festhalten. Festhalten heißt festhalten, jeden Tag. Und dass wir sie uns selbst zusprechen, in unsere Gedanken, in unseren Mund, auf unsere Zunge legen und sie in unseren Herzen und Gedanken glauben. Wird es eine Zeit der Bedrängnis geben, von dem Alten in das Neue? Das kann sein. Wir spüren ja jetzt schon die Vorzeichen, aber ich sage was. Für die Nachfolger Jesu, für dieses auserwählte Gottesvolk, für die Leute, die mit ihm laufen, wird es eine Zeit sein, die er denen bereitet hat, die ihn lieben. Es ist nicht etwas, wo du verdorben wirst, sondern du gehörst zu dem neuen Weinschlauch. Du bist etwas, was Kraft hat. Du wirst gedehnt werden. Ja, das stimmt. Du wirst belastet werden beim Transport der guten Nachricht. Ja, das stimmt. Du wirst in Turbulenzen kommen mit deinem Leben. Ja, das stimmt. Du wirst unter Umständen in Bedrängnis kommen wegen deines Glaubens. Ja, das kann sein. Aber trotzdem gehörst du zum Gottesvolk. Du gehörst zu den Auserwählten. Du hast eine ganz andere Hoffnung, von der sich dein innerer Mensch speist. Wird unsere Sicht auf das Neue getrübt sein? Es kann sein. Der Feind wird nicht aufhören, uns zu bedrängen, uns zu belügen, uns zu verführen, einen Keil zwischen uns und Gott treiben zu wollen. Er wird uns Stolpersteine versuchen auf den Weg zu werfen und er wird unseren Glaubenslauf in irgendeiner Weise immer versuchen zu stoppen, zu behindern, aufzuhalten, dass wir keine Durchbrüche sehen, dass wir alle diese Dinge in Frage stellen. Das kann sein. Wahrscheinlich ist es so, weil der Feind ein Räuber, ein Mörder und ein Lügner von Anfang an ist. Und die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt sind im Moment aktiv. Also wenn du das noch nicht geschnallt hast und gemerkt hast, dann wirst du wirklich Mühe haben, das Neue zu verstehen. Denn wir müssen uns positionieren. Wir müssen ihm, dem Feind, widerstehen. Wir werden ihm nicht erlauben, dass er uns dieses Neue, was jetzt schon aufwächst, dass er uns das wegnimmt, dass er das kaputt trampelt, dass er das uns madig redet, sondern wir werden die sein, die sagen, ja, ich bin dabei, ich bin Gottes Volk. Und wir haben eine Verheißung, die uns trägt, für uns, für die, die mit Jesus laufen, wir werden den Teufel überwinden. Wodurch? Durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses. Das ist die Verheißung, die uns gehört. Verstehst du? Das ist die Verheißung, auf die du dich stellen kannst. Wenn der Teufel kommt, dann wirst du sagen, in dem Namen Jesus, du weichst aus meinem Leben. Du hast keine
kein Anrecht an mir. Du hast nichts an mir. Du hast nichts in mir. Du bist nicht relevant für mein Leben. Du bist nicht der, der meinen Glauben runterwirtschaften kann, madig machen kann, wegrationalisieren kann, wegmachen kann, sondern ich habe das Zeugnis. Mein Leben ist beschützt. Mein Leben ist gegründet auf das Blut des Lammes und ich habe ein Zeugnis dafür. Lass uns jetzt beten, dass wir in diese Bereitschaft kommen, in dieses Neue hineinkommen, was der Herr denen bereitet hat, die ihn lieben. Schau, du bist geliebt, du bist gewollt. Gott ist für dich. Es gibt nichts Größeres auf dieser Welt, als dass Gott für dich ist, dass Gott sich um dich kümmert, dass du deine Sorgen auf ihn werfen kannst. Das sind doch alles Verheißungen, die uns gegeben sind. Und es sind so viele Verheißungen, dass wir an keinem Tag in unserem Leben zum Straucheln kommen müssen, sondern die Verheißungen tragen uns. Sie werden das sein, was wir als festes Fundament haben. Wir stehen auf dem Felsen Christus. Wir sehen ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So, lasst uns miteinander beten, dass wir in das Neue hineingehen. Mit frischem Mut, mit frischem Glauben, mit frischer Zuversicht und mit frischer Hoffnung. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gesagt hast, ich schaffe etwas Neues. Ich lasse etwas aufwachsen, was neu ist. Ich schaffe etwas, was aufwächst. Vielleicht ist es jetzt noch klein und wir können es noch nicht richtig erfassen. Aber Herr, du wirst dem das Wachstum schenken. Heiliger Geist, du wirst dieses Neue, was da aufwächst, was noch zum Wachsen kommt, du wirst es mit dem Wasser des Geistes begießen, dass es gepflanzt ist an deinen Wasserbächen, Herr. Wir danken dir von Herzen, dass du in unseren Herzen eine Bereitschaft schenkst, etwas Neues zu wollen, etwas Neues zu begehren, etwas Neues in unserem Leben kommen zu lassen. Wir danken dir, dass du Neues in unserem Leben schaffst und dass es nicht so bleiben wird, wie es ist. Wir wollen nicht die sein, die zurückgucken. Wir wollen nicht die sein, die sich nach dem Alten sehnen, nach den alten Strukturen, nach den alten Dingen, sondern wir wollen ausdehnbar sein. Wir wollen tragfest sein. Wir wollen der neue Wein in neuen Weinschläuchen sein. Und wir preisen und ehren dich, Jesus. Amen. Amen. Yes. Amen.